Was bisher geschah. Lord Momen aktiviert das Portal der gewaltigen, diabolischen Konstruktion und holt seinen eigenen Körper zu den Lebenden zurück. Die daraus resultierende Konfrontation mit Vader ist unausweichlich. In einem verheerenden Kampf verliert Vader seinen einen Arm und wird durch einen Kampf mit den Einheimischen des Planeten Mustafa und Momen in Mitleidenschaft gerissen. Dennoch gelingt es Vader, den Planeten unter seine Kontrolle zu bringen und Momen unschädlich zu machen und zu vernichten. Vader auf Mustafa, erschöpft von seinem Kampf mit Momen, trennt sich von seinem Körper. Körper und Geist, sonst immer eins, sind nun zwei, unabhängig voneinander. In seiner Entschlossenheit schreitet er durch das von Momen geöffnete Portal. Sein materieller Körper liegt derweil leblos vor dem Übergang in eine andere Welt, verwundbar und ohne jeglichen Schutz. Vaders Geist, der einst Anakin war, schreitet in der neuen Welt voran, voller Visionen und Erinnerungen, die in ihm hochkochen. Er durchschreitet den Weg vor sich, Schritt für Schritt. Er wusste, er findet dort Wahrheiten, von denen er vermutlich nicht einmal wissen wollte. Doch kein Preis ist ihm zu hoch. Jeden Schritt, den er tun würde, verrät ihm eine Grausamkeit mehr, die ihn für den Rest seines Daseins quält. Aber nur der Gedanke daran, sie wiederzusehen, beflügelt ihn so sehr. So trifft er nicht nur auf seine Geliebte, sondern auch auf seine Mutter, die schwanger zu sein scheint. Sie ist nicht allein. Palpatine, in der Macht präsent, greift in den natürlichen Prozess der Schwangerschaft ein und erschafft Unnatürliches. Er erschafft den Auserwählten, so holt ihn jede Frage und sämtlicher Schmerz ein. Erinnerungen an seine Kindheit in sklavischen Verhältnissen. Und plötzlich steht nicht mehr Vader, sondern der kleine Annie in dieser Welt. Auf einmal wird ihm alles klar. Schon in früher Kindheit begann ihn eine scheinbar ungeschriebene Zukunft einzuholen. Seine Bestimmung stand fest. Er träumte schon damals von einer in schwarzen Stoff gehüllten Bestie, die ihn verfolgt, ohne zu wissen, dass er selbst es ist, der ihn warnen möchte. Und ehe er sich versieht, wacht er auf in den Armen seiner Mutter, die ihm Trost spendet und ihm Sicherheit gibt. Nur ein Traum, sagt sie und streichelt ihrem geliebten Sohn den Kopf. Er schreitet weiter voran, auf dem linearen Weg seines Lebens. Rechts und links von ihm flammen mit Erinnerungen. Jede einzelne, die ihn näher an sein Ende bringt, umso schmerzhafter, je näher sie ihm kommt. Bis er schließlich zu dem wird, das er sich geschworen hatte, zu vernichten. Erinnerungen an seine Schülerin und die Klonkriege, bis er schließlich auf einen Tempel trifft. Die Wahrheiten, an die wir klammern, beruhen auf deine Blickwinkel. Und so kann das Böse auch das Gute sein. Vor dem Tempel trifft er auf sämtliche Jedi, viele schon tot und aus vergangenen Zeiten, Windu, Shakti, Plo Koon und viele weitere. Alle gegen ihn gerichtet, als eine der letzten Prüfungen, die ihn erwartet, bevor nichts mehr zwischen ihm und seiner Geliebten steht. Und das wusste er. Der Auserwählte zog zwei dunkle Klingen und stürmte auf die Gruppe vor sich zu. Verwüstet sie, ohne Gnade, schlachtet sie ab, einem nach dem anderen. Leben um Leben, bis schließlich nichts mehr zwischen ihm und den Treppen des Tempels steht. Lass die Vergangenheit sterben, töte sie, wenn es sein muss. Im Eingangsgewölbe des Tempels angekommen, die allerletzte Instanz. Die zweitwichtigsten Menschen in seinem Leben. Seine Meister, Obi-Wan und Sidious. Seine väterlichen Bezugspersonen. Die Personen, die ihm letztlich zwischen der Liebe standen und stehen. Palpatine zögert nicht und richtet seine vernichtenden Machtblitze gegen seinen Rivalen, der mit seinem Lichtschwert kaum gegen die entfesselten Ströme ankommt. So kommt es schließlich, wie es kommen muss. Der dunkle Lord der Sith überlistet den Jedi-Meister mit seinen tiefblauen Blitzen und stürzt ihn in den Abgrund. All das sieht Anakin, den im Moment nichts anderes außer seine Frau interessiert. Palpatine möchte ihn stoppen und signalisiert ihm, stehen zu bleiben. Aber auch das nützt nichts. Er entfesselt plötzlich Kräfte, von denen Palpatine gar nicht zu träumen wagen würde. Blutrote Blitze, ähnlich wie die des Sohnes, strömen in geballter Konzentration aus Vader durch Palpatine, der keine Chance hat und auch zu Boden geht. Endlich! Endlich in der oberen Ebene angekommen. Da steht sie. Seine Frau. Sein größtes Begehren. Padme. Anakin steht vor ihr und bittet sie, mit ihm zu kommen. Er meint, sie noch immer retten zu können. Padme dreht sich um und fragt Anakin: Bist du ein Engel? Sie sind die schönsten Wesen im gesamten Universum. Anakin versteht nicht und wiederholt seine Bitte. Er möchte sie mitnehmen und diesen Ort verlassen. Plötzlich sagt Padme das, womit sie auch das letzte Stück von Anakin Skywalker vernichtet. Sie fragt ihn, warum? Und sagt, dass sie ihn nicht kennt. Sie betont, Anakin Skywalker ist tot. Sekunden später stürzt sie das Geländer herunter in den Abgrund und wird von einem Blitz erschlagen. Und wieder einmal konnte Anakin sie nicht vor dem Tod bewahren. Wieder einmal.
ist er gescheitert. Vader, erschüttert bis ins Mark, schreit sich voller Verzweiflung die Seele aus dem Körper. Der letzte Schrei von Anakin Skywalker. Ein großes Gewitter zieht auf, als eine unbekannte Person die Welt der Toten betritt. Der Strahl um sie herum ist so hell, dass Vader sie beim besten Willen nicht zu erkennen vermag. Sekunden später zündet diese unbekannte Erscheinung ein Lichtschwert und transportiert Vader mit gewaltiger Erschütterung aus dieser Welt. Zurück in seinen materiellen Körper. Dort aufgewacht, erinnert sich Vader an die Erlebnisse der anderen Seite und ist dementsprechend erzürnt. Seine Aggressionen treiben ihn dazu an, sofort sein Lichtschwert zu zücken und dieses mit äußerster Gewalt in den Portalschrein des Gebäudes zu dreschen. Diesen Angriff hält der Tempel natürlich nicht stand und die Schwelle zwischen Lebenden und Toten wird durch die Hiebe irreparabel versiegelt und undurchgängig. Inzwischen auf Coruscant im imperialen Palast, wo Sidious residiert und Vader sich bei seinem Meister meldet. Sidious entgegnet ihm, teilt ihm mit, schon auf der Suche nach einem neuen Schüler gewesen zu sein. Doch Vader versichert ihm, an seiner Stelle zu verbleiben. Palpatine fällt der abgeschlagene Arm und die demolierte Rüstung Vaders auf und bemerkt, dass die Suche nach Wissen auf Mustafar, nun ja, herausfordernd war. Er betont, dass die gesamte Galaxis auf Lügen gebaut ist und es deutlich schwieriger sei, Wahrheiten zu finden. Er möchte sich dennoch über den Erfolg seines Schülers vergewissern und fragt ihn, ob die Wahrheiten, nach denen er gesucht hat, auch die waren, die er braucht. Die Frage des Imperators schlägt Vader zurück. Voller Wut zerdrückt er den Comlink mit der Holoprojektion des Imperators. Von dem Tag an ist Vader bis aufs Letzte über die Wahrheit seines Vaters erschüttert. Er wird sich bis zuletzt daran erinnern.